Als dieser Mann Wehen bekam, holte er einen Fotografen. Noch Monate nach der Geburt sprach jeder darüber. Aber warum hat er die Fotos überhaupt veröffentlicht? Als Yuval seinen Mann Martin kennenlernte, waren die beiden sofort verliebt. Sie verschwendeten keine Zeit und gingen eine Beziehung ein. Sie waren sich sicher, dass sie das Zeug dazu hatten, eine Familie zu gründen und zogen zusammen. Nachdem sie geheiratet hatten, wollte das Paar unbedingt Kinder. Yuval sollte die Schwangerschaft austragen. Innerhalb weniger Jahre hatte er bereits 2 Kinder zur Welt gebracht. Bei der dritten Schwangerschaft tat er etwas, das ihn auf die Titelseite brachte. Yuval setzte sich mit der Fotografin Tara Leach in Verbindung und bat um ein Geburtsfoto. Aber damit nicht genug. Er wollte eine Hausgeburt. Er und sein Partner wollten, dass alles perfekt ist. Endlich kam der lang ersehnte Tag. Am 8. Mai 2018 setzten bei Yuval die Wehen ein. Die Hebammen kamen gerade noch rechtzeitig. Auch Tara hielt den Moment fest. Abgesehen von den quälenden Wehen hatte Yuval keine Komplikationen. Er brachte einen Jungen namens Tick zur Welt. Die Freude des Paares kannte keine Grenzen. Alles hatte geklappt. Ein paar Tage danach kam Tara mit einem breiten Lächeln ins Haus des Paares und überreichte die Fotos. Für Yuval und Martin sahen die Bilder realer und überzeugender aus, als sie es sich überhaupt vorgestellt hatten. Sie hielten die Schmerzen der Wehen und die Freude der Eltern fest, die ihr Neugeborenes zum ersten Mal in den Armen hielten. Die Bilder stehen für 2 Dinge, die mir am Herzen liegen, nämlich dass die Hausgeburt und dass trans- und nicht-binäre Menschen Kinder bekommen, normal ist, sagte er in einem Interview. In den nächsten Monaten dachte Yuval viel nach. Er hatte die Bilder allen gezeigt, aber nicht der Außenwelt. Dennoch wusste er, dass sie veröffentlicht werden mussten. Aber was würden die Leute darüber denken? Würde er viel Kritik einstecken müssen? Und war er überhaupt bereit für die Gegenreaktion, die damit einhergehen könnte? Diese Ängste hielten ihn ein Jahr lang zurück. Doch eines Morgens machte er einen Schnappschuss von den Fotos und lud sie auf Facebook hoch. Es hat etwas mehr als ein Jahr gedauert, bis ich mich bereit fühlte, diese Fotos mit der Welt zu teilen, und jetzt poste ich das Album öffentlich. Ich hoffe, dass dieses Album Geburtshelfer und zukünftige Seepferdchenväter inspiriert. Ich weiß, wie bedeutungsvoll Bilder wie diese für mich vor meiner ersten Schwangerschaft waren und auch heute noch sind. Bilder von anderen gebärenden trans- und nicht-binären Menschen zeigen, dass wir ein Recht darauf haben zu existieren, unsere Entscheidungen zu treffen, zu lieben und respektiert zu werden, erklärte Yuval. Ein paar Stunden nach dem Beitrag brummte sein Handy voll lauter Benachrichtigungen. Der Post ging viral und wurde auf Facebook und Instagram 100.000-fach geteilt und geliked. Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Lebenssituationen reagierten darauf. Die positiven Reaktionen haben die wenigen negativen Kommentare bei weitem übertroffen, erklärte Tara. Yuval hofft, dass alle verstehen, dass alle Geburten es wert sind, gefeiert zu werden, ganz gleich wer gebärt. Er glaubt, dass jede Geburt schön und heilig ist. Es gab viele Kommentare, aber eine Frage stach hervor. Wie funktioniert das? Wie gebärt ein Transgender-Mann? Wenn die Gebärmutter bei der Geschlechtsumwandlung nicht entfernt wurde, kann derjenige selbstverständlich und auf ganz herkömmliche Weise ein Kind bekommen. Laut Medizinern greifen manche dabei auch auf Ei- und Samenzellspender, Hormonbehandlung, IVF und einen Kaiserschnitt zurück. Yuval wurde in einer muslimischen Familie in Israel als Frau geboren. Als er 16 Jahre alt wurde, entdeckte er sein Interesse an Frauen. Später spielte er mit dem Gedanken, sich in das andere Geschlecht zu verwandeln. 2008 verwirklichte Yuval schließlich seinen Traum und unterzog sich entsprechenden Operationen. Sein Fortpflanzungssystem blieb jedoch intakt, sodass er schwanger werden und selbst Kinder bekommen konnte. Bis heute geht es Yuval und seiner Familie gut, wie sie via Social Media zeigen. Als sich Thomas Beetz einer Geschlechtsumwandlung unterzog, ließ er sich eine wichtige Option offen, ohne zu ahnen, wie diese Entscheidung das Leben seiner Familie verändern würde. Thomas, der erste schwangere Mann der Welt, hieß ursprünglich Tracy.
Schon damals hatte er kein Interesse, weiblich zu sein. Dinge, die Mädchen in seinem Alter gerne taten, mochte er überhaupt nicht. Er bestand darauf, wie ein Junge behandelt zu werden. Er tauschte hohe Absätze und Kleider gegen Turnschuhe und T-Shirts. Aber als Teenager nahm er an Schönheitswettbewerben teil. Er war sogar Finalist bei Miss Hawaii Teen USA. Doch er ließ all das hinter sich und konzentrierte sich auf Taekwondo. Thomas mochte keine Hochzeiten und wollte auf gar keinen Fall ein Hochzeitskleid tragen. Ich sah mich weder als Braut noch als Bräutigam, sagte er. Doch dieses Schicksal holte ihn ein, als er Nancy traf. 2003 verliebte sich Thomas in Nancy Gillespie. Sie heirateten und zogen nach Bend, Oregon. Dort wollte das Duo eine Familie gründen. Nancy konnte jedoch nicht schwanger werden, da sie sich früher einer Hysterektomie unterzogen hatte. Also war es an Thomas, das Kind auszutragen. Das war etwas, das er sich schon immer gewünscht hatte. Er setzte die Testosteron-Hormonbehandlung aus, um schwanger werden zu können. Nicht lange danach klappte es. Die Nachricht der Schwangerschaft war zu diesem Zeitpunkt der Höhepunkt in ihrem Leben. Doch die Euphorie währte nicht lange. Das Paar war zu einer üblichen Untersuchung gegangen. Drillinge. Aber es war eine Eileiterschwangerschaft. Ein Schock. Das war lebensgefährlich und Thomas musste per OP der rechte Eileiter entfernt werden. Kurz danach wurde Thomas mit Hilfe eines Samenspenders erneut schwanger und brachte dieses Kind ohne Komplikationen zur Welt. Auch wenn Thomas die Schwangerschaft selbst ausgetragen hatte, sah er sich stets nur als Vater und Nancy als die Mutter des Kindes. Obwohl Thomas schon immer ein Mann sein wollte und erst nach seinem Abschluss 2002 eine geschlechtsangleichende Operation machen ließ, behielt er seine weiblichen Geschlechtsorgane. Ich wollte nichts an meinen Geschlechtsorganen verändern, weil ich eines Tages ein Kind wollte. Ich sehe die Schwangerschaft als einen Prozess, der nicht definiert, wer ich bin. Nach Thomas' Schwangerschaft erregte er die Aufmerksamkeit der Medien. Zu einer globalen Sensation wurde er jedoch erst, nachdem er 2008 einen Artikel in der nationalen LGBT-Zeitschrift The Advocate veröffentlichte. Er sprach über die Vorurteile, mit denen er und Nancy zu verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens, während ihrer Ehe und sogar nach der Geburt konfrontiert waren. Ärzte haben uns diskriminiert und uns aufgrund ihrer religiösen Überzeugung abgewiesen. Das Gesundheitspersonal hat sich geweigert, mich mit einem männlichen Pronomen anzusprechen oder Nancy als meine Frau anzuerkennen. Empfangsdamen haben uns ausgelacht. Freunde und Familie haben uns nicht unterstützt. Viele von Nancys Familienmitgliedern wissen nicht einmal, dass ich Transgender bin, schrieb er. Seine Geschichte ging viral und er trat in verschiedenen Fernsehsendungen auf, darunter bei Oprah. Es ist kein männlicher oder weiblicher Wunsch, ein Kind zu bekommen. Es ist ein menschlicher Wunsch. Ich bin ein Mensch und ich habe das Recht, mein eigenes biologisches Kind zu bekommen, sagte er dort. Ihre Beziehung war noch lange danach ein Gesprächsthema. Sie bekamen sogar noch zwei weitere Kinder. Doch kurz darauf war es leider vorbei und sie trennten sich. Nachdem ihre Beziehung in die Brüche gegangen war, verliebte sich Thomas in Amber Nichols, die Vorschullehrerin seiner Kinder. Und die beiden sind jetzt legal verheiratet. Was denkst du darüber? Schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Bis dann!